Scheiße. Auch blöd, mich auch noch die. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube, hier sind wir irgendwie ein bisschen falsch. Oder geht's dahinter lang? Ja, tatsächlich. Scheiße. Wir folgen ihr einfach. Der Ausgang. Kannst du nicht ein bisschen schneller fahren? Ich meine, hier ist es Notalarm. Erst sollten da die Fahrstühle eh nicht mehr funktionieren. Und andererseits sollten sie dann, wenn dann, möglichst schnell fahren. Norton Maps ist weg. Wir können ihm nicht mehr helfen. Oh nein. Irgendwas muss uns erwischt haben, wir haben Leben verloren. An den Fahrstuhl erinnere ich mich gar nicht. Aber scheiße, sie ist entkommen. Was jetzt? Und sie lebt noch immer, wir haben sie gesehen. Situation. Die Einrichtungs... Der Hauptreaktor der Einrichtung... hat kritischen Schaden genommen. Eine Kettenreaktion wurde initiiert. Mission. Der vier Frontmann sollte versuchen, so weit wie möglich von der Einrichtung wie möglich wegzukommen. Ja, das sehe ich auch so. Ist eine gute Idee. Intervall 11. Ich habe eben sein Signal empfangen. Falls Sie mich hören können, gehen Sie nach oben. Ein Helikopter erwartet Sie. Geh auf! Okay, wer lebt? Und wessen Helikopter? Jetzt noch ein Kampf gegen Heli, wa? Nein. Lad schneller nach. Boah. Scheißkiste. Nochmal. What the fuck? Alter. Klar. Wieso kommen nicht gleich 50 von denen? Oh nein. You were killed. Ja geil. Was hätte ich denn da machen sollen? Vorne, hinten, Mitte, rechts, überall einfach. Okay, ich sollte, glaube ich, nicht ausgerechnet da lang gehen. Ein volles Leben wäre oft nicht verkehrt. Bin gleich wieder zurück. Okay. Zum Glück haben wir hier damals einige Medipacks liegen lassen. Oder sind die neu gespawnt? Ich weiß es nicht. Es ist mir auch relativ egal. Ey, wenn das Spiel noch lange geht, dann überlebe ich das nicht. Wieso musste der schon wieder nachladen? Ich hatte doch gerade erst nachgeladen, oder? Penetrator? Ich weiß nicht. Ich habe eh keine Munition mehr für die Pistole. Na gut.
Okay, ich muss hier raus. Schnell. Gib her. Oh nein. Das sieht sowas von nicht gut aus. Das sieht sogar ganz und gar scheiße aus. Hinter mir aber nicht, ne? Jetzt schieß doch! Wie, ich soll da runter? Ich will raus! Aufs Dach! Schon vergessen? Geh aufs Dach! Scheiße, scheiße. Hier unten jetzt auch noch drin. Spiel. Leck mich. Da war doch noch einer, oder? Alter. Fuck it. Müssen die Drecksviecher mal so plötzlich kommen? Okay, ganz ruhig. Ich wollte vergessen. Oh nein. Ich wollte so sehr vergessen. Wir sind wieder im Anfangshaus. Lass mich raus. Scheiße, ey. Dieses verdammte Krankenhaus. Du wurdest hier geboren. Genau hier. Ich war dabei. Oh Mann. Ach du Scheiße. Die Ärzte haben das Ganze wohl auch nicht überlebt, ha? Geh weg! Ja, WTF, woher soll ich das denn wissen? Be sure to quicksave often, ja danke. Ernsthaft? Wäre ich jetzt gar nicht mehr drauf gekommen. Na komm. Ich wollte vergessen. Ich wollte so sehr vergessen. Dann sind wir Insta-Des, wenn die uns erwischt. Alter. Level 1. Wie viel Schuss hat die denn eben bitte gebraucht? Ich meine, wir hatten uns, glaube ich, gar nicht so schlecht geschlagen. Du wurdest hier geboren. Genau hier. Ich war dabei.
Baby. Gib ihn mir zurück. Gib mir mein Baby wieder! Du wirst Gott unter Menschen sein. I'll wait. Bringt sie zum Gewölbe zurück. Nein! Betrifft I'm a wait, Origin. Mein Baby. Ich weiß, wer sie sind. Wir sind Prototyp Nummer 1. Was zumindest unsere besondere Fähigkeit hier erklärt, ne? Scheiße. Aber wieso will die uns dann umbringen? Ich meine, wenn wir der Sohn sind, den sie unbedingt wiederhaben will, wieso will sie uns dann umbringen? Etwas, was ich nicht wirklich verstehe. Und diese komischen Dämonen, wer sind die? What the fuck? Wir sind auf der Straße. Das Ganze geht gerade hoch. Oh, Scheiße. Nein. Mein C. Epilog. Aftermath. Nach Mathe? Hä? Nee, keine Ahnung, was Aftermath heißt. Situation. Eine massive Explosion, die durch den Hannibal 3 Spionagesatelliten entdeckt wurde. Wow, die war voll zu übersehen. In der Nähe der Armicum-Einrichtung, einige Momente bevor das Signal verloren ging. Versuche, das Signal wiederherzustellen, nicht erfolgreich. Der Status des 4-Einsatz-Frontmannes ist unbekannt. Sind wir letztendlich gestorben? Bei dem Versuch, unsere, wie scheint, Mutter zu töten, nachdem wir schon ihren anderen Sohn, also unseren Bruder, umgebracht haben? Schwierig zu sagen. Da ist er. Epilog. Ich weiß nicht, wie Sie das überstehen konnten. Wir kennen das Ausmaß des Schadens noch immer nicht. Ach du Scheiße. Seit der Explosion können wir niemanden mehr erreichen. Was ist mit Alma? Was ist mit ihr passiert? Was war das für ein Geräusch? Oh nein. 4 ist dedicated to the memory of when... Ich weiß nicht. Ja, das war 4. 4-1. Boah, das sind... Inzwischen, ich möchte mal anmerken, es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession wie schon vor... Ich weiß nicht, wie viele Parts ich rausschneiden werde. Jedenfalls... 2 Stunden 40. Naja, immerhin. Ne? Nee, nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Ein bisschen weniger ist es. Aber trotzdem. Ach du Heilige. Wir haben versucht, Alma daran zu hindern, freigelassen zu werden. Oder beziehungsweise wir haben eher versucht, Harlan Wade daran zu hindern. Und wohl auch unser liebes Brüderchen Paxton Fettel. Bruder. Toll. Tja, aber wie es aussieht, ist das nicht so wirklich geglückt. Bestes Ende überhaupt. Alice Wade tot, Harlan Wade tot, Alma Wade war offenbar schon vor einigen Jahren tot, lebt aber irgendwie doch und bringt alle um. Paxton Fettel, ihr Sohn, ist auch tot, den haben wir gerade umgebracht und jetzt haben wir herausgefunden, dass wir sein Bruder und auch ihr Sohn sind und den
umgebracht haben, weshalb sie wahrscheinlich nicht so begeistert sein wird. Naja, das können wir bei den ausführlichen Familiengesprächen irgendwann klären, das muss nicht jetzt sein. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich weiß nicht, ob jetzt sofort morgen 4.2 anfangen wird. Kann gut sein, dass ich erstmal eine Pause von dem Projekt brauche. Vor allem da 4.2 noch um einiges heftiger sein dürfte. Zumindest was Schockmomente angeht. Auch wenn ich sagen muss, gegen Ende war das Spiel tatsächlich von der Anspannung her sehr konstant. Ich bin jetzt echt erstmal doch nach über 2 Stunden etwas froh, das Ganze jetzt über die Bühne gebracht zu haben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ausnahmsweise gerne mal einen Daumen hoch oben nachlassen. Nein, Spaß braucht ihr nicht. Aber ich würde gerne mal eure Meinung zu dem Spiel hören. Lesen, wie auch immer. Ich kann gut verstehen, dass es nicht so beliebt war, das Projekt. Teilweise nur ein Zuschauer und sowas. Aber naja, vielleicht guckt sich das später nochmal jemand an oder auch nicht. Darum geht es gar nicht. Ich dachte mir nur, wenn ich die 4-Reihe spiele, dann möchte ich auch mit dem ersten Teil und somit von Storytechnischen von ganz von vorne anfangen. Zu 4.1, wir könnten zwar noch die DLCs dazu spielen, wie Project Perseus, aber ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, man spielt da einen Replikasoldaten, aber es hat mit der Geschichte nichts zu tun. Vielleicht irgendwann in Jahren mal. Und übrigens, vielen Dank an Warner Brothers, die das inzwischen ja übernommen haben. Sierra und Vivendi. Moment, stimmt das? Ich weiß es gerade nicht. Ach ja. Das war's. 4.1 ist vorbei. Erstaunlich. Und wenn ich es mir recht überlege, müsste ja auch, jetzt wo das rauskommt, so langsam dann in den kommenden Tagen, nee, das dauert noch ein bisschen länger, ich glaube einen halben Monat, nee, nicht ganz so viel, aber es dauert noch ein wenig, würde ja auch bald Skyrim wieder anfangen. Ja. Das heißt, da wird sowieso erstmal eine Pause dann stattfinden, das heißt, ich werde dann wahrscheinlich erstmal ein paar kleine Videos hochladen. Neben Prince of Persia und, falls es da noch läuft, Gianna Sisters. Und dann müssen wir mal sehen, wann 4.2 anfängt. Denn dann werden wir Alma wiedersehen. Oh. Oh ne, auf die Musik habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Aber allein so vom Grafiktechnischen, also wie, hat es mich ein bisschen an Half-Life erinnert, sagen wir es so. Also vom Grafikstand her. Und so aus der Zeit kommt es ja auch. Naja. Gut, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Oder vielleicht auch schon bei einem bereits vergangenen Projekt oder einem noch laufenden Projekt. Man weiß es nicht. Konfiguration Level 1, 2, ja. Robert Fleischacker. Ach, ich dachte, er ist Fleischhacker. Das wäre auch ein bisschen übertrieben, der Name. Ja. GameSpy Industries Inc. Wie spät haben wir es eigentlich gerade? Ich glaube, es ist nicht mal allzu spät. Ich muss, wie gesagt, morgen noch zur Arbeit. 23 Uhr. Ah. Vor 2 Stunden angefangen. Vor 2 Stunden 40 inzwischen. Und no actual Delta Force operatives were harmed in this production. Oh. Senator Genevieve Aristide hier. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass der Origin-Vorfall bereinigt wurde. So viel zum Thema Diskretion. Es war unvermeidbar. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Der erste Prototyp war ein voller Erfolg. Wie bitte? Ach du Scheiße. Der erste Prototyp ja und der zweite ja nicht so, oder wie? Hm.
Ich bin schon gespannt, werden wir den Prototypen in Teil 2 wiedersehen oder eher nicht? Ob wir ihn überhaupt wiedersehen, ist die Frage. Dass es um Alma geht, das steht außer Frage, darum geht 4 nun mal. Aber ob wir den Frontmann des 4-Teams wiedersehen werden oder eher nicht? Finden wir es heraus. Bei 4-2, wann auch immer es rauskommen wird. Auf diesem Kanal. Bis dann! Tschüssikowski, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald.